Er verdient richtig viel Geld. Bereits mit Anfang 30 ist für Heiko Kienbaum ein sechsstelliger Betrag auf dem Girokonto normal. Für seinen Erfolg arbeitet er hart, zuletzt in seiner eigenen Immobilienfirma. Nur eins war in dieser steilen Karriere nicht eingeplant: Scheitern. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Heiko Kienbaum. Dankeschön. Was hat dich so auf diese wahnsinnige Erfolgsspur gebracht? Du, ich glaube, das war ganz einfach. Ich bin in, glaube ich, ganz normalen Verhältnissen groß geworden. Vielleicht ein bisschen ärmlich, ja, so im Kölner Kiez. Und ich habe dann über zwei, drei Bekannte eine Person kennengelernt, die im Vertrieb gearbeitet hat. Und die kam auf mich zu und sagte, hey, was machst du denn so? Und dann habe ich erzählt, ja, ich habe mich gerade eingeschrieben für Wirtschaftspsychologie. Und er winkte ab und sagte, hey, Wirtschaftspsychologie studieren, das muss doch gar nicht sein. Start doch direkt in den Job rein. Man macht doch direkt quasi Karriere. Mhm. Und das hat mich natürlich schon so ein bisschen, das hat mich ein bisschen getriggert. Mhm. Und was war dann dein Job? Was hast du da genau gemacht? Der Job war ganz klassisch für den Vertrieb. Also einfach so, du hast keine Ahnung von Finanzprodukten, du hast keine Ahnung von Versicherungen. Mhm. Ja, gar kein Problem, wenn du einigermaßen gerade ausreden kannst, den Rest kriegen wir irgendwie schon hin. Und dann gab es quasi wie eine Art Assessment Center und eine Art Crashkurs, wo du so ein bisschen geprüft wurdest, wie du mit Leuten halt redest oder mit denen sprichst. Und dann war, glaube ich, relativ schnell klar, Heiko macht das. Gib mir irgendein Produkt und ich verkaufe das. Ja. Ja. Und so bin ich da reingekommen. Wie erfolgreich warst du da im Verkaufen? Wie sah dein Tagesablauf aus? Ich war damals in den allerletzten Zügen meines Zivildienstes und habe dann nach dem Zivildienst meine Zivi-Kollegen angesprochen und gesagt, hey, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wenn du jetzt irgendwie aus dem Zivildienst rausgehst und du gehst in den Beruf rein und wirst krank? Ja, wie bist du dann eigentlich abgesichert? Das habe ich dann so nach dem Zivildienst schon mal in der Teeküche vom Seniorenheim gemacht. Und da habe ich gemerkt, das hat jedes Mal funktioniert. Jedes Mal hat es irgendwie geklappt und dann wurde es einfach größer. Ich hatte einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis und das ist natürlich super, wenn du im Vertrieb arbeitest, sofort erstmal deine Connections zu nutzen, die du hast. Ja. Und dann ging es irgendwie schon steil los. Hast du dich innerlich verändert in dieser Zeit oder das war jetzt mal auf der Erfolgsspur? Ja, die Frage muss man, glaube ich, besser den Freunden stellen, die man dann nicht mehr hat aus dieser Zeit. Ich glaube schon. In welche Richtung? Dass zum Beispiel du Freunde nur anrufst oder kontaktierst, wenn du etwas willst. Also du wirst komplett in dieser Erfolgsschiene so ein bisschen getrimmt auf Zielerreichung. Mhm. Es geht nicht mehr darum, dass du einfach nur anrufst und sagst, hey, wie geht's dir? Lass uns irgendwie was trinken gehen. Sondern es hat immer einen Grund. Mhm. Und das hat unternehmerisch gut funktioniert, war aber menschlich mit Sicherheit eine Herausforderung. Ja. Und dann kommt eine Frau in dein Leben und bringt alles durcheinander. Was war das genau? Ich war damals ein bisschen politisch aktiv, so im liberalen Sektor. Und da hatten wir irgendein Seminar. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und ich saß in diesem Seminar drin. Und auf einmal saß in diesem Seminar mir eine Person gegenüber. Sie. Sie, genau. Und ich sah sie und dachte sofort, irgendwie ist da was. Also wenn man noch nicht die Erfahrung gemacht hat zum Thema Liebe auf den ersten Blick gibt es wirklich die Person, so die Fragen, die man sich stellt, erkenne ich denn die Person, wenn sie mir gegenübersteht? Also ich kann bestätigen, ja. Du hast es erlebt. Man kann es erkennen. Und als dann die Frage kam, was machst du beruflich, habe ich erstmal nur erzählt, ich helfe Menschen in persönliche und finanzielle Freiheit zu kommen. Mhm. So Werbemarketing. Ja, und die Antwort war auch die ersten Wochen total okay für sie, bis sie irgendwann gemerkt hat, hey, du bist auch schon mal irgendwie abends spät nach Hause gekommen und du bist auch schon mal irgendwie gestresst. Und irgendwie ist das, was du mir quasi präsentierst, nicht das, was du wirklich lebst. Und dann habe ich ihr irgendwann mehr davon erzählt und dann kam irgendwann die Frage, glaubst du, und das war wirklich für mich damals eine krasse Frage, glaubst du, dass das gut ist, was du machst? Und gerade bei so Vertriebssachen ist es manchmal so, dass du ja auch, egal in welchem Bereich, schon mal den Kühlschrank dem Eskimo verkaufen musst. Ja? Mhm. Und als sie die Frage damals stellte, glaubst du, dass das gut ist, war die Frage so ein bisschen dahinter, ja, glaubst du, dass du ein Stück weit quasi die Welt damit zu einem besseren Ort machst? Also hilfst du den Leuten wirklich nach vorne zu kommen? Und da habe ich wirklich gemerkt, da hat sie was angestoßen in mir. Einfach so dieses Ding, denk drüber nach, nicht über deinen Erfolg nur, sondern auch, was machst du mit dem Leben der anderen? Mhm. Weil es einfach eine große Verantwortung war, weil zum Teil Leute die Hälfte ihres Vermögens dann angelegt haben, die Hälfte ihres Geldes investiert haben und das ist dann wirklich ein großer Bereich ihres Lebens betroffen hat. Mhm. Ja. Und sie hat dich dann tatsächlich gefragt,
können wir mal darüber beten? Oder hat sie angeboten, darüber zu beten? Oder wie war das genau? Sie kam aus einer freievangelischen Gemeinde und war mit all diesen Dingen vertraut. Also, dass man betet und dass es Gott gibt und so. Das war alles okay für sie. Aber sie hat mir das null aufgedrängt, gar nicht. Wir haben uns irgendwann, ich bin irgendwann zu ihr hin und ich sage, ich möchte dir mal ein paar Sachen erzählen. Dann habe ich ihr einfach mal ein paar Sachen erzählt, was wir im Vertrieb so tun und wie wir dort Geschäft machen. Und dann hat sie gefragt, wir können darüber beten. Und jetzt bin ich zwar, ich bin nicht gläubig groß geworden. Also in meiner Familie spielte Glaube keine Rolle. Ich bin zwar als guter Rheinländer, bin ich irgendwie mit der katholischen Kirche in Berührung gekommen. Kommunion, Firmung. Richtig, genau. Also all die ganzen Dinge habe ich erfahren. Aber es hatte für mich keine Alltagsrelevanz. Ja. Also ich war zwar drin in der Kirche, aber habe Kirche nicht gelebt. Oder aber Gott gab es. Ich wusste, dass es Gott gibt, aber nicht in meinem Leben. Okay. Ja. Und somit war ihre Frage auch wirklich so, wollen wir beten? Das war so für mich, ja, weißt du, wenn es nicht wehtut, können wir das machen. Und dann haben wir uns irgendwo im Oberbergischen, ich weiß nicht mehr wo, auf irgendeinen der zahlreichen Hügel gesetzt, ja, und haben einfach gebetet. Und weil ich aber nicht wusste, wie beten geht, ja, außer dieses typisch, ich sag mal, Rituelle, was man so in der Kirche vielleicht kennt, ja, sag ich, vielleicht würdest du anfangen mit beten, ja. Und dann haben wir das gemacht und das war einfach nur der Tenor, wir legen dir einfach mal alles hin. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich weiß noch, dass wir so eine Art Bereitschaft noch formuliert haben, hey, wir sind, oder ich wäre auch bereit, dass du dich involvierst. Aber das war schon das Höchste der Gefühle, also mehr ging nicht. Weil ich irgendwie schon wusste, Kann auch nach hinten losgehen. Genau. Also es geht auch vielleicht schon mal in eine Richtung rein, wo du sagst, nee, so wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Ja? Genau, aber das haben wir noch so ganz vorsichtig formuliert. Ja. Und Gott hat euch ernst genommen? Du, ich habe das Gefühl, ja. Was ist dann passiert? Inwieweit hat er euch ernst genommen? Was ist dann mit diesem Gebet passiert, nach dem Gebet passiert? Wir sind danach erstmal auf so eine Woche Bonzenurlaub gefahren. Das braucht das Vertriebsego und das Finanzego braucht das ab und zu. Mit welchem der Autos? Ja, natürlich mit dem Flugzeug. Also okay. Ja, genau. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Bonzenurlaub gemacht, um sozusagen die geschundene Finanzseele so ein bisschen zu streicheln. Und es wurde aber nicht besser. Es ist von diesem Moment an wie so ein, ja, ich nenne es mal wie so ein fahles Gefühl. Weißt du, wie so ein Ding, wo du sagst, irgendwas ist nicht in Ordnung, ist geblieben. Du hast dann tatsächlich gekündigt, ne? Naja, also ich war noch nicht an dem Punkt, dass ich das so voll konnte aus meiner eigenen Kraft, weil dein Leben so schön war und alles so gut war. Und das zieht schon. Also wenn du in deine Maisonette-Wohnung fährst und wenn du runterguckst und hast da drei Autos stehen und du kannst dir aussuchen, welchen Autoschlüssel du heute nimmst. Ich war nicht so stark zu entscheiden und jetzt mache ich Schluss und jetzt kündige ich und mache einen neuen Weg. Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, dann bin ich zu meinem direkten Vorgesetzten hin, zu meinem Manager hin und habe ihm erzählt, hey, wir machen Geschäfte, von denen du und von denen ich weiß, dass sie nicht in Ordnung sind. Sie bringen uns Geld und sie bringen uns auch Erfolg und wahrscheinlich wird es nie jemand erfahren, aber es ist scheiße. Und dann wurde ich kurze Zeit später in die Konzernzentrale geholt und ich kam rein in diese Runde und ich dachte, es wäre einfach noch ein Gespräch mit einem nächsten Vorgesetzten und mir saß die gesamte Rechtsabteilung des Konzerns gegenüber und der Manager und der Head of und der CEO und irgendwie war das vom Charakter auf einmal ganz anders. Es war keine Freundschaft mehr, es war nicht mehr, wir sind Kollegen, das war irgendwie eine andere Atmosphäre. Und da war für dich klar, als du dann da rausgegangen bist, jetzt muss ich handeln oder haben die gehandelt? Ja, es war eine ganz klare Frage, die damals kam von einem der Rechtsabteilungen, der sagte, wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Sie sagen nichts mehr zu dem, was Sie bisher sagen und halten den Mund. Und Sie gehen hier raus, Sie machen einen Auflösungsvertrag und das Thema ist durch. Oder Sie meinen, irgendwas noch erzählen zu müssen. Dann erzählen wir aber auch das, was Sie gemacht haben. Denn bei Ihnen sind ja auch so ein paar Sachen aufgelaufen. Dann kamen die ganzen Sachen auf einmal aufs Tablett. Und dann würden wir das auch erzählen. Und vielleicht könnte es sogar sein, dass wir direkt die Polizei rufen. Und Sie könnten aus der Konzernzentrale vielleicht direkt mitfahren. Und Sie bräuchten gar kein eigenes Auto mehr. So, das war der Satz. Und da wusste ich, dass auf einmal das, was in der Finanzwelt passiert, von dem man manchmal hört, real gelebt wird. Genau, und dann war für mich aber auch klar, ich muss die Dinge erzählen. Und innerlich? Für dich war klar, ich muss die Dinge erzählen. Und innerlich hast du jetzt gedacht, ich hatte gebetet und was jetzt passiert das? Naja, so habe ich mir das Gebet nicht vorgestellt. Also ich wollte schon irgendwie, dass es Klarheit gibt. Ich wollte schon, dass die Situation sich irgendwie klärt mit dem Gebet. Aber ich habe nicht gewollt, dass auf einmal mein ganzes Leben zusammenbricht. Mhm. Also das war nicht der Plan. Das war auch nicht im Gebet mit drin. Also ich erinnere mich zumindest nicht an dieses Gebet. Ja? Und das war einfach ein bisschen verrückt, weil
schon meine Sicht irgendwie war, naja, Gott ist schon so der Vater, ne? Also der versorgt dich irgendwie. Und jetzt bin ich ohne Vater groß geworden. Mhm. Und dachte mir so, na, wenn das die Versorgung vom Vater ist, würde ich gerne darauf verzichten wollen. Hattest du das Gefühl, du bist gescheitert in dem Moment? Ganz klar. Und das war für mich total schlimm, weil ich war selbst quasi in einer entscheidenden Position. Ich habe mich für Erfolg entschieden, ich war erfolgreich und es lief irgendwie, weißt du. Es hat zwar einen Preis gekostet, aber es lief. Und du hattest genau das Leben, was du dir gewünscht hast. Rein äußerlich haben uns die Menschen total beneidet und das tut gut. Also ein bisschen Neid von außen zu bekommen, das gibt dem Ego so ein bisschen Auftrieb. Ja? Du wusstest, eigentlich war alles jetzt weg. Mhm. Du kriegst auch keine Gehaltschecks mehr. Mhm. Das läuft jetzt in den nächsten Monaten auf ein totales Desaster hinaus. Ja, genau. Aber jetzt bist du ja jemand, ich würde sagen, steh auf, Männchen. Mhm. Du hast danach mit deiner Frau zusammen dann was ganz Neues gestartet. Ihr habt angefangen, in Immobilien zu investieren. Ja. Wie kam das dann? Ja. Ich hatte natürlich noch ein paar Kontakte aus der Finanzwelt, auch ein paar Leute, die durchaus sauberes Geschäft machen. Da gibt es ja nicht nur Hallodries, da gibt es auch wirklich gute Ehrenleute, ehrenhafte Kaufleute. Und dann kamen wir ins Gespräch dann mit zwei, drei Leuten, die sagten, hey, ist alles handelbar. Also 70.000 oder 80.000 Miese auf dem Konto oder auch 150.000, ist alles gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Mhm. Und das kriegt man auch hin. Also ich glaube schon, wenn man da ein bisschen begabt ist und wenn man das einfach will, dann ist es möglich. Ja? Und somit haben wir einfach extrem viel gearbeitet, wir haben extrem viel Gas gegeben, wir haben auf viel freie Zeit verzichtet und gesagt, hey, wir wollen das gemeinsam hinkriegen. Mhm. Und dann haben wir, genau, wir haben erstmal alles abgetragen, was sozusagen noch irgendwie da war, was weg musste. Und haben dann einfach aufgebaut zu sagen, hey, wir wollen in Immobilien investieren, wir wollen Wohnungen vermieten, wollen damit Geld verdienen. Und das ging so weit, am Ende hast du zwei Cafés gehabt, mehrere Häuser, die Sachen waren am Laufen. Ja. Und du hast mit dem Gedanken gespielt, in Bonn das nächste Haus zu kaufen und da zu wohnen und so. Ja. Und in einem dieser Cafés kam dir jemand entgegen, der Ahmad, und hat gesagt, lass uns beten. Ja. Was war das für ein Gebet? Wie war das für dich? Ich bin, wir hatten eines der Cafés in dem gleichen Ort, in dem wir gewohnt haben in Bonn. Und somit bin ich zu Fuß von unserem Zuhause runtergelaufen zum Café. Und ich weiß noch genau, es war ein total schöner, sonniger, ich glaube, es war ein Frühlingstag. Und ich ging über die Straße und ich ging diese kleine Dorfstraße entlang. Und auf dieser Dorfstraße, wirklich mitten auf dieser Dorfstraße, stand ein Herr, den ich ja nicht kannte, mit langen, dunklen Haaren und ein bisschen eigentümlich gekleidet. Und der guckte so in die Sonne. Und dann sagte er, hey, weißt du, er fragte mich dann einfach, ich habe ihn ja nie vorher gesehen, hast du einen Job für mich? Und ich dachte mir, ey, so ein Haustechniker, einen, der irgendwie das ganze Ding drumherum managt, das kannst du gut gebrauchen. Also habe ich ihn auf einen Kaffee eingeladen und mit ins Café genommen. Und er guckte so ein bisschen rum und es war wirklich eine krasse Situation. Und er sagte, was machst du genau? Wo kommst du her? Was tust du? Ja. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und es war alles okay. Und er sagte, hey, sagte er, ich würde einfach anfangen, für dein Geschäft zu beten. Und bei die Alarmglocken. Und bei mir denkst du, nein, nicht schon wieder. Ja? Und es war ja irgendwie alles gut. Und dann habe ich schon überprüft, okay, damals war ja irgendwie Mist. Ja. Und es war irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Gebet hat das nach vorne gebracht. Ja? Oder hat es vorangebracht. Also kann es nicht schaden, jetzt auch zu beten. Also es kann nicht schaden. Es ist irgendwie ja nicht schlecht gewesen. Ja. Ja? Und diesmal war aber ja alles safe. Ich habe ja schon einen guten Job gemacht. Mit gutem Gewissen auch. Mit gutem Gewissen. Ich habe wohl ab und zu bei dem Sanieren von irgendwelchen Häusern schon mal langfristige Mieter gebeten, woanders hinzuziehen. Das war aber noch okay für mich, weil sie konnten ja auch ein neues Zuhause finden. Aber es war meilenweit davon entfernt, was ich vorher gemacht habe. Ja? Und somit fing er an zu beten. Und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, ich glaube, es ist gut, wenn wir gemeinsam beten. Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben uns morgens um 5 getroffen in Bonn, in Bad Godesberg, sind wir auf so eine Anhöhe gegangen und haben einfach angefangen zu beten. Und fürs Geschäft. Und für unser Leben und für die Ehe und so weiter und so fort. Wie lange lief das so etwa? Das lief wenige Wochen und ungefähr 4 Wochen. Und dann bekam ich, obwohl wir seit vielen Jahren erfolgreich waren in diesem Immobiliengeschäft und auch in dem Café-Geschäft, bekam ich auf einmal Anrufe von der Bank, irgendwie die Bewertung der Immobilie hat sich verändert. Wir können den Kredit, den wir so geplant hatten, doch nicht rausgeben. Mhm. Verhandlungen, die ich seit Wochen mit Käufern oder mit Verkäufern geführt hatte, gerieten ins Stocken. Und es wurden aus 100.000 minus, wurden 300.000, wurden 400.000, wurden 500.000. Und dann irgendwann erst fing die Bank an, ein bisschen nervös zu werden. Aber es waren ja auch Gegenwerte da, es waren ja Immobilien da und das war irgendwie alles noch okay. Aber das Gefühl,
war immer deutlicher, es geht an dieser Stelle zu Ende. Und ich bin morgens wach geworden, es war wirklich dieser obligatorische Morgen, wo du wach wirst und du weißt, es ist vorbei. Das war ein totales zweites Scheitern. Das war ein wahnsinniges Scheitern. Weil das Geschäft wegbrach und das Haus weg war, waren wir auf einmal mit unseren zwei Kindern sprichwörtlich auf der Straße. Wir hatten keinen Platz mehr, an dem wir sein konnten. Und zum Glück hatten wir damals die Cafés und dann sind wir mit der Familie in unser Café nach Bonn-Muffendorf gezogen und haben dann im Schaufenster des Cafés gelebt. Und wie lange ging dieser Überlebenskampf in dieser Zeit als Familie? Das ging ungefähr, wir haben im Café ungefähr 5-6 Monate gelebt. Und das war am Anfang witzig. Am Ende wurde das ein Spießrutenlauf, weil wir als Unternehmer in einer Stadt wie Bonn, in einer mittelgroßen Stadt wie Bonn, bekannt waren, in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, sowieso bekannt waren. Und wenn du dann in der Christenwelt noch so ein bisschen langsam eintauchst, ja, dann kriegst du noch mal mehr Bekanntheit, weil dich irgendwie die Leute kennen und die kannten mich nur so als erfolgreichen Unternehmer. Und jetzt bist du aber der alles verloren hat. Und am Anfang war die Geschichte noch schön und jetzt kriegen die Ersten mit, hey, da läuft irgendwas nicht nach Plan. Ja. Und dann gingen dann Leute am Schaufenster vorbei und guckten rein und zeigen mit dem Finger auf dich. Und das war wirklich krass, weil du bis zum Schluss, glaube ich, versuchst, oder wir haben das versucht, das äußere Bild aufrechtzuerhalten. Wir haben das alles im Griff. Mhm. Alles läuft irgendwie. Mhm. Und das Fallenlassen der Fassade, das war das Schlimmste an der Stelle. Und dann kam eine sehr, sehr gute Freundin auf uns zu, eine der wenigen, die sich nicht abgewandt haben von uns in dieser Zeit und sagte, hey, Kienbaums, grinste uns so an und sagte, ihr habt ja eigentlich jetzt so mehr oder weniger nichts zu tun, oder? Und wir so, naja, ja, vielleicht schon. Sagte, es gründet sich gerade eine Gemeinde in Düsseldorf und die brauchen immer noch Hände, die mitarbeiten und du hast gerade Zeit, ja, und guckst dir doch mal an. Und dann sind wir in diese Gemeinde gefahren. Das war damals die Hillsong Church und die hat sich gegründet und die haben einfach angefangen und brauchten Aufbauhelfer und so. Und wir haben irgendwie gemerkt, ach, weißt du was, das machen wir. Und dann bist du mit Kind und Kegel rüber? Genau, dann sind wir noch ein paar Monate, ein paar Wochen gependelt und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, wir wollen näher dran sein an dieser Kirche, wir wollen einfach dort mitarbeiten, Teil von dieser Kirche werden. Und dann haben wir gebetet. Mhm. Das war dann irgendwie klar, weißt du, an dem Punkt war klar, wir können jetzt nur noch beten. Wenn du selbst die Dinge nicht mehr managen kannst, dann bist du am besten beraten, einfach zu beten. Also haben wir gebetet, hey, wir würden gerne in Richtung dieser Kirche ziehen, wir haben aber kein Geld, unsere Schufa ist im Eimer, wir wissen auch nicht, was wir in Zukunft verdienen werden, meine Frau ist schwanger, kann nicht arbeiten gehen, aber Gott, hey, wenn du eine Wohnung für uns hast, das wäre mega cool. Was konntest du sagen, ich bin gescheitert, wenn Leute dich gefragt haben? Ja, damals, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich das Wort auch benutzen konnte, gescheitert. Ja? Ich habe am Anfang immer noch versucht, irgendwie die Lebenswege sind anders gegangen oder so, ja. Aber irgendwann war für mich klar, spätestens an dem Zeitpunkt, wenn du deinen Lebenslauf schreibst und die einzelnen Punkte, die Stationen deines Lebens aufführst, ja, und dann siehst, das war so und dann war das so und dann ging das links und dann ging das rechts, dann irgendwann sitzt du ganz alleine an deinem Schreibtisch und sagst, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt, eigentlich habe ich mir mein Leben anders vorgestellt. Und dann musst du irgendwann, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, weißt du, bezogen auf meinen Plan, was ich vorhatte für mein Leben, bin ich gescheitert. Mein Plan hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, das muss man, also das habe ich mir dann irgendwann einfach eingestanden. Gab es ein Aber? Mein Plan hat nicht funktioniert, aber? Ja, aber ich bin gespannt, was kommt, war das Aber. Okay. Das ist tatsächlich so. Ich bin gespannt, was kommt. Also wenn dieser erste Schmerz vergeht, dann habe ich mir schon die Frage gestellt. Und wir natürlich auch als gesamte Familie, als wir dann umgezogen waren und wir haben diese Wohnung bekommen. Zwei Tage später, weißt du, rief jemand an, mit dem ich vor Jahren mal zusammengearbeitet habe. Und sagte, hey, ich habe das Gefühl, ich wollte dich anrufen. Braucht ihr zufällig noch eine Wohnung? Ich hätte eine in Neuss. Und das war eine doppelte Gebetserhörung, weißt du. Einmal war es nah an Düsseldorf und ich musste die Rheinseite nicht wechseln. Das ist Köln. Das ist wichtig, ja? Das war ja wichtig. Ja. Also, es war doppelt. Deswegen, Gott kümmert sich auch um die kleinen Anliegen. Ja. Und beschützt dich auch vor der falschen Rheinseite, wenn es sein muss. Nein, aber in meinem Ernst, solche Sachen haben wir halt erlebt. Und dann haben wir gemerkt, man kann glauben aus Vertrauen und du kannst glauben aus Beweisen. Gott beweist sich. Und das war für uns in dieser Zeit unglaublich wichtig, dass Gott seine Zusagen einhält. Weil du kannst fragen und keine Antworten kriegen, dann fällt das Glauben wirklich schwer. Ich kenne das. Mhm. Ja? Aber wenn du betest und es kommen Zusagen, dann haben wir Vertrauen gelernt. Vertrauen durch Beweise. Du redest immer so ganz normal von Gott. Mhm. Ja? Aber wann war das denn für dich normal, über Gott zu reden oder mit Gott zu reden?
das war ein Weg, das waren Stationen, die wir gegangen sind. Aber für mich ist zum Beispiel, ich habe so eine persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott aufgebaut. Und es fing einfach damit an, als damals unser Leben wirklich in die Binsen ging, standen wir in Bonn am Rheinufer und es regnete in Strömen. Wir saßen noch in unserem Bonzenauto und beteten. Und dann sagte meine Frau Maja zu mir, ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt rausgehen würden. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe 23 Grad und Sonne und ein laues Lüftchen, aber ich liebe auf keinen Fall Regen und kalten Wind. Und da war genau Regen und kalter Wind. Und dann sagst du, komm, wir müssen jetzt aussteigen, wir gehen ans Rheinufer runter und wir beten jetzt mal. Und wir schreien mal den ganzen Ärger raus. Und das war schon so, wie du sagst, wirklich jetzt? Und dann sind wir ausgestiegen, ans Rheinufer runter und haben wirklich Gott entgegengeschrien. Einfach so, verdammter Mist, was hier gerade passiert, ist nicht unser Plan gewesen. Wir wollten das nicht und ich weiß nicht, ob du nicht aufpasst oder das nicht siehst oder was völlig Verrücktes vorhast. Aber es ist einfach gerade Mist für uns. Mhm. Und dann im nächsten Schritt, wir waren schon plötternass, ja, und war so ein Sommerregen, ja. Und dann war der Punkt, dass wir sagten, weißt du was, Gott, ich will jetzt ein Zeichen von dir. Ich will das jetzt haben. Ich möchte jetzt wissen, ob du mich hörst in diesem Moment. Wenn du uns wirklich hörst und uns siehst und das, was wir gerade gemacht haben, realisierst, dann möchte ich, dass jetzt der Regen aufhört und ich möchte, dass Licht auf mich kommt. Ich möchte, dass Licht auf mich scheint. Ich will, dass die Wolken aufreißen und es passiert. Und wir beten das. Und ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. In dem Moment, 5 Sekunden später, hört es langsam auf zu regnen. Nicht Regen weg, sondern es hört langsam auf zu regnen, wie so ein Sommerregen aufhört. Und der Himmel geht auf. Und blauer Himmel kannst du sehen, nicht viel. Es war nicht viel, es war wie so, wenn so eine Wolke weggeht. Und da, wo wir standen und vielleicht 10 Meter daneben und 10 in der anderen Richtung, kommt ein Sonnenstrahl. Und wir mussten nur lachen und weinen gleichzeitig. Wir konnten das gar nicht fassen, was in diesem Moment passiert. Und wir haben wirklich gelacht und geweint und haben uns rumgedreht, sind plötternass ins Auto rein. Und an der Stelle wusste ich, Gott ist da. Der ist da. Und Gott ist mein Gott. Er ist mein Gott. Und der kann Welten erschaffen und der kann sich um alles kümmern. Aber wenn ich, kleiner Hansel, mit meiner Frau am Bonner Rheinufer stehe und sage, das ist einfach nur Mist, was hier gerade passiert, und ich bitte, dass du jetzt dich irgendwie zeigst, dann hat Gott so viel Liebe individuell für dich, dass der Himmel aufgeht. Und das kannst du als Mensch nicht fassen. Wir konnten nur noch weinen. Aber das war natürlich so ein erster Step, wo wir gesagt haben, du, ich glaube, der ist wirklich da. Ja. Und dann ging das einfach Schritt für Schritt. Also ich glaube, Gott geht wirklich Wege, aber er fordert einen nicht. Er sagt nicht, ja, ich bin der Gott und jetzt glaubst du an mich. Sondern er zeigt dir Schritt für Schritt für Schritt, dass er da ist. Mhm. Und dann fing an, die Beziehung zu Gott zu wachsen. Wie eine Freundschaft. Mhm. Wie eine Freundschaft. Die wächst ja auch nicht, wenn du jemanden nur einmal triffst. Mhm. Ja? Hat Gott dich angenommen? Hast du auf einmal das Wissen gehabt, Gott hat mich angenommen? Ja, ich habe das, ich habe es ganz klar gemerkt, es ist total gut, wirklich in Gottes Wort reinzugucken. Das klingt immer ein bisschen fromm, ja, aber es ist sau wichtig, wenn du verstehst, wie Gott oder wie Jesus speziell in der Bibel gehandelt hat und dass immer wieder Annahme durchkommt, immer wieder kommt, du hast Mist gebaut, Annahme, ja, der Plan ist abgewichen, Annahme. Das ist so völlig konträr zu der Welt. Wenn du hier in dieser Welt das erste Mal Mist baust, okay, kriegst du noch einigermaßen humanistische Vergebung zugesprochen. Mhm. Aber beim dritten oder beim vierten und fünften Mal, irgendwann endet das, auch in der Christenwelt. Aber da ist halt Gott wirklich anders. Er sagt halt, nee, es ist okay. Ich wünsche mir, dass du ein großes Leben führst, aber im Zweifelsfall immer wieder Annahme. Mhm. Und das hast du erlebt so? Das habe ich erlebt. Und ich glaube, dass das einer der Grundtriebfedern sein kann für unser Leben, also was für mein Leben definitiv so ist, zu sagen, wenn du angenommen bist, wenn du wirklich verstanden hast in deinem Herzen, dass egal, was dir passiert, du wirklich angenommen bist, aber nicht nur so dieses Trösterhafte, sondern du bist wertvoll, ja, dann kannst du dich viel mehr ausprobieren. Du wirst viel mutiger. Mhm. Also durch Annahme entwickelst du eigentlich Mut, ja, weil ich in meinem Herzen verstanden habe, dass die Annahme nicht von dem abhängt, was du tust, sondern wer du bist. Und du bist nicht, was du tust. Ja, und das steht fest. Würdest du sagen, dass du auch etwas gewonnen hast durch dieses Scheitern? Ja, ich habe, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe mein Herz wieder gewonnen. Das klingt ein bisschen schwülstig oder ein bisschen romantisch, ja. Aber ich habe mich zum Beispiel nie für Menschen interessiert. Mhm. Ja? Für mich waren Menschen immer
seit dem Beginn meiner Unternehmertätigkeit mehr oder weniger so ein Mittel zum Zweck. Ich hatte auch nie tiefe Männerfreundschaften oder so, aber es ging mir jetzt nicht schlecht dabei. Ich war jetzt nicht in therapeutischer Behandlung oder so, ja. Aber es war nicht relevant für mein Leben. Das war okay, Menschen sind da, ist okay, ist einfach Hallo und so. Aber es war nicht für mich entscheidend und mein Herz hat sich durch diese Zeit komplett verändert. Die Sicht auf meine Frau hat sich verändert, die Sicht auf meine Kinder hat sich verändert, die Sicht aufs Leben hat sich komplett verändert. Wie siehst du heute Geld? Wie siehst du heute diese schönen Dinge, wenn du sagst, die Menschen sind dir so wichtig geworden? Ja. Du könntest ja wieder Unternehmer werden. Ja, das stimmt. Könnte ich. Aber es hat seinen Reiz verloren. Also ich habe schon für mich geforscht, was hat mich damals so fasziniert? Weißt du, was ist der Punkt bei Geld, was uns alle so reizt? Ja? Und nach wie vor mag ich schöne Dinge. Weißt du, ich mag nach wie vor auch ein schönes Auto oder ein schönes Haus sehen oder ästhetische Dinge betrachten. Ja? Geld ist total cool. Ich merke aber, dass ein Frühwarnsystem irgendwie im Kopf implementiert wurde, zu sagen, was treibt dich denn gerade? Mhm. Also treibt dich sozusagen der Ruhm, der Fame sozusagen um das Konstrukt Geld? Oder ist es wirklich ein Mittel zum Zweck, mit dem du ganz viel auf dieser Welt bewegen kannst? Was treibt dich? Ja, mich treibt es, und das klingt ein bisschen hoch, aber ich habe das für mich geprüft, mich treibt wirklich zu sagen, ich glaube, dass Gott mich krass ausgestattet hat. Und er hat mir die Gabe der Kommunikation gegeben oder er hat mir das Talent der Überzeugung gegeben. Alles toll. Ja? Und ich habe das ja verwendet, viele Jahre, um mein Business aufzubauen. Und irgendwann habe ich für mich realisiert, könnte es vielleicht sein, dass es gar nicht um dein Business geht und dass die Versorgung im Geistlichen andersrum funktioniert. Ich musste mir das wirklich herleiten, ja? Zu sagen, vielleicht geht Versorgung so, du bekommst die Gaben und Talente, setzt sie ein in dieser Welt, wo du hineingestellt wurdest, in deiner kleinen Welt, vor Ort, in deiner Familie, bei deiner Frau, bei deinen Freunden, setzt du es ein und du machst die Welt dadurch zu einem besseren Ort und die Versorgung übernimmt Gott. Wir reden da manchmal ein bisschen fromm, vielleicht in der Christenwelt drüber, von wegen, Gott versorgt uns. Ja, das stimmt. Und trotzdem habe ich Sorge, meinen Job zu kündigen. Und trotzdem mache ich noch meinen Job, der mir keinen Spaß macht. Ja? Aber wenn ich wirklich keine Sorgen hätte, würde ich den Job vielleicht mal in den Nagel hängen und fragen, wo mein Herz mich hinführt. Mhm. Und da haben wir entschlossen, vor Jahren nur noch das zu machen, wo unser Herz uns hinführt. Weil wenn ich das Vertrauen habe, dass Gott mich versorgt, ja, dann kann ich wirklich das machen, wo mein Herz mich hinführt, weil er wird mich ja versorgen. Und wenn ich dann aus Angst es nicht mache, dann kann ich die Angst zu Gott bringen und sagen, hey, ich habe Angst davor. Weißt du, und er ist halt so easy, dass er sagt, ja, ich verstehe das. Also er war ja selber mal auf der Welt und hatte Angst. Danke, ja? Heiko, das ist unglaublich spannend. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne, Dankeschön. Scheitern tut weh, aber für Heiko Kienbaum lag gerade darin ein unfassbarer Gewinn. Und er sagt heute, Gott ist eine gute Adresse und ein liebevoller Ansprechpartner, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Probier es doch einfach auch mal aus. Und wenn du Hilfe darin brauchst, dann schreib uns eine Mail an menschgott@erf.de oder kommentiere hier unter dem Video. Liken nicht vergessen. Hier auf dem Kanal warten noch viele Geschichten von Menschen, die Unglaubliches erlebt haben. Bis dann.